Altlinik ist. Torwart Leon Bethke ist seit 663 Minuten ohne Gegentor. Und er sorgte im Hinspiel in der letzten Sekunde für den 2:2-Ausgleich in Babelsberg. Ein verrückter Moment, den Markus Ziesche heute im Nachholspiel nicht wieder erleben wollte. Sowieso die 03er aktuell in einer schwierigen Phase. Seit 4 Spielen ohne Sieg, 3 davon verloren. Viertelstunde rum, Freistoß Altlinike. Dreier gespannt. Türpitz, Büch und Giaggi stehen bereit. Letzterer macht's. Und dann der Pfiff von Schiedsrichter Erik Weißbach und die Entscheidung auf Elfmeter. Warum? Weil Daniel Frahn in der Mauer den Ball an den Ellenbogen bekommen haben soll. Die Spieler werden angehalten von den Schiris, dass es keine Schutzhand in der Mauer gibt. Schwer aufzulösen, aber wohl die richtige Entscheidung. Frahn darf letztlich den Ellenbogen einfach nicht hochreißen. Kurios, noch nie zuvor hat Daniel Frahn in seiner Karriere einen Elfer verursacht. Klatte gegen Giaggi. Und der macht das 1:0 nach 17 Minuten für Altlinike. Es läuft einfach bei der VSG. Zuletzt 7 Siege in Serie, alle zu 0. Und jetzt schon wieder vorn durch das 10. Saisontor von Tolcay Giaggi. Zieht gleich mit Usan, der heute erstmal von Carsten Heine geschont wurde. Das Tor etwas aus dem Nichts. Babelsberg machte es eigentlich gut gegen den Ball heute mit Fünferkette. Sie ließen Altlinike nicht in den gewohnten Flow kommen. Und vorne hatten die Gäste durch Tarzin Çakmak die erste gute Möglichkeit. Aber Leon Beth gezeigt, warum seine Weste aktuell nicht reiner sein könnte. Babelsberg am Wochenende gegen den Greifswalder FC verloren, obwohl sie klar das bessere Team waren. Sie zeigten eine gute Körpersprache, waren sehr präsent. 33. Minute, Gladro lang nach vorn. Bethke ist draußen, Büch direkt vor die Füße von Steinborn, Tor leer, 1:1. Babelsberg sagt Danke und Leon Bethke ist nach 696 Minuten wieder bezwungen. Er ist ein mitspielender, mitdenkender Torwart, aber weil Büch die Annahme misslingt, sieht Bethke so weit vor dem Tor unglücklich aus. Zeiger ist noch leicht dran, aber der Ball trotzdem drin. Steinborn hat gegen Greifswald ein Tor vorbereitet und einen Hunderter versemmelt. Der war hier spätestens vergessen, sein 6. Saisontor. 36. Minute, Ndualu. Und dann Türpitz mit dem Foul gegen Gladro. Und dafür sieht er glattrot. Binnen 3 Minuten wurde hier alles auf den Kopf gestellt. Altlinike mit dem Gegentor und jetzt nur noch zu 10. Ndualu erst mit dem Schlitzohrtunnel gegen Libet. Und dann muss man bedenken, es ist hier eine super Slow-Mo. Türpitz kommt mit viel Intensität, mit leicht offener Sohle. Gladro zuerst am Ball. Türpitz erwischt ihn deutlich. Die rote Karte geht so in Ordnung. Sicherlich keine Absicht von Philipp Türpitz, aber Schiedsrichter Weißbach zeigt's an. Offene Sohle und dann der Kontakt. Handgesten hier, Handgesten da bei Carsten Heine und Co. Thorsten Matuschka, die tüfteln an der neuen Ausrichtung. Es wurde nicht leichter. Winterneuzugang Steffen Schäfer, der Innenverteidiger, musste mit muskulären Problemen runter. Für ihn kam Charmaine Heusel, fehlte die letzten 7 Spiele mit Oberschenkelproblemen. Altlinike, ein Team, das auch zu 10 einen Gegner dominieren kann, aber das ließ Babelsberg nicht zu. Steinborn und dann ist er da. Heusel sofort defensiv gefragt. Steinborn viel unterwegs, Frahn hatte gelauert, aber mit vereinten Kräften löst es Altlinike. Intensives Spiel bei intensivem Wetter, Dauerregen im Jahn-Sportpark. Vor dem Hinspiel war Babelsberg erster, Altlinike zweiter. Heute Babelsberg auf 12 mit der Mission Klassenerhalt konfrontiert und Altlinike konnte mit einem Sieg auf 3 Punkte an Erfurt und Rang 1 ran. Breitkreuz erste Chance im zweiten Durchgang. Er ja sehenswert den goldenen Treffer beim 1:0 am Freitag in Chemnitz erzielt, stark den Ball runtergepflückt, danach leicht verzogen. Es war eines der wenigen Altlinike-Highlights, die das Team von Markus Ziesche zuließ. Er forderte trotzdem mehr Ruhe im eigenen Spiel in Überzahl. Dann macht's Rausch, aber mal schnell auf Steinborn und Zeiger, der rechtzeitig noch da ist vor Frahn. Altlinike fehlte die gewohnte Spielfreude. Sie wirkten etwas träge und kamen zunehmend mehr unter Druck. Zeiger wischt da hinten mal ordentlich durch.
weiter Babelsberg mit Steinborn. Dann Athletik ist Gordon, Büch, Rückpass misslungen, Ndualu, Zeiger und nochmal Ndualu. Riesenchance auf die Führung, verpasst. Gordon Büch fast mit dem zweiten folgenschweren Fehler. Und dann Ndualu, der muss es gleich allein machen, bekommt sogar nochmal die zweite Chance. Rudolf Ndualu hatte bei der Niederlage gegen Greifswald das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Carsten Heine sah kaum noch Offensiventlastung seines Teams. Babelsberg jetzt dominant. 66. Minute, Gladro mit dem Pass in die Tiefe und der rutscht durch zu Daniel Frahn. 2:1, Babelsberg 0:3. Daniel Frahn richtig on fire, die mitgereisten knapp 300 Fans. Genauso, Spiel gedreht, weil Gladro zu viel Zeit, zu wenig Gegnerdruck bekommt und dann hier Steinborn, der fällt dahin und Zeiger, der schaltet kurz ab. Genau dieser Moment hilft Frahn, der die kleine Lücke bei Bethke perfekt erwischt. Das 7. Saisontor von Daniel Frahn, der beste Torschütze der 0-3er und dann Emotionen für die Galerie. Elfer verschuldet, jetzt getroffen. Da geht einiges beim Captain der 0-3. Und weiter die Gäste. Ballverlust, Dürkner. Und dann Gladro wieder schnell nach vorn auf Steinborn. Frahn ist dabei. Steinborn macht's allein. Falsche Entscheidung, wusste er selbst. Babelsberg verpasste es, den entscheidenden Angriff auszuspielen. Und so mussten sie nochmal zittern. Nachspielzeit schon Altlinicke. Viel kam nicht. Aber dann Kolja Uden eingewechselt, völlig frei. Aber der rutscht über den Schlappen, sinnbildlich für Altlinicke an diesem Tag. Die VSG verpasst nach der ersten Niederlage, nach 7 Spielen, den großen Sprung Richtung Platz 1. Ich glaube, heute ist die Serie zurechtgerissen. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Waren von der ersten Minute eigentlich gar nicht griffig in den Zweikämpfen. Gehen dann eigentlich durch einen Elfmeter in Führung, was uns eigentlich Sicherheit geben sollte. Gab es uns aber gar nicht. So gefühlt mit der roten Karte waren wir auch dann komplett raus aus dem Spiel. Und haben, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht mehr reingefunden. Also wirklich eine verdiente Niederlage heute. Die ersten Gegentore nach einer halben Ewigkeit bringen gleich eine Niederlage. Leon Bethke kann doch noch bezwungen werden. Ja, ob die Serie jetzt reißt oder nicht, ist mir relativ egal. Wichtig ist, dass wir 3 Punkte holen. Das haben wir heute nicht geschafft. Und die Serie ist mir da egal. Babelsberg hatte in den letzten 11 Spielen nur einen Sieg geholt. Jetzt die Reaktion. Wichtige 3 Punkte nach einem der besten Auftritte in dieser Saison. Und heute hat keiner an uns geglaubt und genau in so einem Spielen zeigt sich dann eine Truppe. Wir haben aus allen Ecken immer gehört, dass irgendwas stimmt nicht in der Mannschaft und bla und Keks. Ich glaube, wir haben die ganzen Internet-Rambos und weiß ich was alles gezeigt, dass wir eine geile Truppe sind und dass wir halt auch jeden schlagen können, wenn wir es wollen. Von der Intensität, von der Leidenschaft, vom Team her, von der Mannschaft her. Die Jungs haben es die ganze Zeit in sich. Haben es heute wirklich richtig rausgelassen. Vielleicht kam Altlinicke genau richtig. Wir haben davor auch alles gegeben, aber das war noch mal ein Ticken mehr. Aber das, zum Glück war es so, weil die Jungs haben dann gesehen, was sie leisten können. Und da bin ich natürlich stolz und zufrieden. Und es ist jetzt keine Überraschung gewesen, haben wir schon in der Halbzeit gemerkt, dass wir auf der Siegerstraße sein können. Das habt ihr nach Hause gebracht. Und ihr wisst ganz genau, was in den nächsten Wochen kommt. Genau diese Einstellung und genau dieser Wille. 11 Spiele kann man auch gewinnen. Rico, bitte anstimmen. Ihr macht für euch, ich liebe euch. Jalla!